Hervorragend. Und das finde ich auch sehr schön, denn dass ich jetzt hier mit der Projektleiterin aus dem Fachbereich Bildung der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer sprechen kann, ist doch auch mal was ganz Besonderes. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig gesagt. Ja, alles gut, ja. Vielen, vielen Dank. Dann ja, starte ich jetzt mit einem herzlichen Moin in die Runde. Ja, erstmal ganz vielen Dank an die Initiatoren für die Möglichkeit, im Rahmen dieses Symposiums Klimawandel in der Schule ein schulisches Bildungsangebot vorstellen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich hätte dieses natürlich viel lieber in Präsenz gemacht. Dazu hätten Sie ziemlich weit in den Norden kommen müssen, nach Schleswig-Holstein. Aber so geht es ja vielleicht auch. Und vielleicht kann man das ja auch in naher Zukunft wieder tatsächlich in Präsenz machen. Ich möchte euch unser neuestes Bildungsangebot vorstellen, die Lernwerkstatt Klimawandel im Wattenmeer. Und ganz kurz vorweg zu meiner Person. Ich bin Biologin und Pädagogin und arbeite als Bildungsreferentin in der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer in Tönning. Und ganz kurz zum Hintergrund, wer sind wir und wo sind wir? Dazu habe ich hier einmal ein bisschen Kartenkunde mitgebracht. Wir, das ist der Bildungsbereich der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Und für alle, die nicht hier im Norden zu Hause sind, diese Kartenkunde oder Landeskunde, links die Karte von Schleswig-Holstein und vergrößert die Westküste Schleswig-Holsteins mit dem angrenzenden Wattenmeer. Das Wattenmeer ist seit 1985 Nationalpark und außerdem wurde es 2009 als UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung ist auch ein Auftrag verbunden, nämlich dieses einmalige Ökosystem für heutige und zukünftige Generationen zu erhalten. Das ist in Zeiten des Klimawandels eine ganz besondere Herausforderung. Ja, warum dieser hohe Schutzstatus? Einmal als Nationalpark und als UNESCO-Weltnaturerbe. Im Wechsel von Ebbe und Flut hat sich hier eine einzigartige und auch eine ganz wunderbare Landschaft entwickelt mit ausgedehnten Wattflächen, Salzwiesen, Dünen und Sandbänken. Und diese bieten Lebensraum für über 10.000 Tier- und Pflanzenarten. Circa 100.000 Paare Vögel brüten jährlich hier. Und noch eine Zahl, die die Bedeutung dieses Lebensraums veranschaulicht: Mehr als 10 Millionen Zugvögel rasten jedes Jahr bei uns im Wattenmeer auf ihrem Zugweg von und in die arktischen Brutgebiete. Das macht auch deutlich, dass dieses Gebiet nicht nur regional, sondern auch global von besonders großer Bedeutung ist. Ja, was machen wir? Was ist unser Auftrag? Wir sind außerschulischer Lernort und machen Bildungsarbeit mit Kopf, Herz und Hand. Wir wollen Menschen für die Schutzwürdigkeit dieses Ökosystems sensibilisieren im Sinne eines ganzheitlichen Naturerlebens. Wir wollen Sie dazu ermutigen, Mitverantwortung für eine nachhaltige Entwicklung in der Nationalparkregion zu übernehmen. Denn wir wissen, indem wir uns vor Ort aktiv für die Zukunftsfähigkeit dieser Region einsetzen, übernehmen wir gleichzeitig auch eine globale Verantwortung. Ja, wie machen wir das? Unser außerschulischer Lernort umfasst eigentlich den gesamten Nationalpark. Aber weil dieses Gebiet mit Ebbe und Flut und mit viel Wetter sehr dynamisch und nicht immer erreichbar ist, haben wir neben diesem Outdoor-Lernort seit 1999 einen Indoor-Lernort, das Nationalparkzentrum Multima Watt Forum in Tönning. Im Multima Watt Forum erreichen wir über 180.000 Besucher im Jahr, nicht gerade in Corona-Zeiten, und 25.000 Schülerinnen und Schüler, für die wir für alle Altersstufen sehr vielfältige Bildungsangebote bereithalten. Wir sind mit unserer Bildungsarbeit als Bildungszentrum für Nachhaltigkeit zertifiziert und wir haben uns im bundesweiten Netzwerk Bildung Klima Plus als Bildungszentrum Klimaschutz qualifiziert. Mit unserer Bildungsarbeit leisten wir auch einen Beitrag zum Erreichen der 17 Ziele mit dem Schwerpunkt hochwertige Bildung, also Ziel 4, Ziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz, Ziel 14, Leben unter Wasser und Ziel 15, Leben an Land. Ja, wie sieht unsere Bildungsarbeit aus? Das möchte ich an einem Beispiel vorstellen, der Lernwerkstatt Klimawandel im Wattenmeer. Nämlich, was Sache ist,
Der Klimawandel ist bei uns vor der Haustür in Schleswig-Holstein angekommen. Wir alle wissen, Klimawandel findet nicht irgendwo, irgendwann und bei irgendwem statt, sondern Klimawandel ist hier, jetzt und bei uns. In den letzten Jahren wurden verschiedene Studien zu den regionalen Auswirkungen des Klimawandels für die Wattenmeerregion veröffentlicht. Da ist zum Beispiel die Wattenmeerstrategie 2100 zu nennen im Auftrag des Umweltministeriums. Da geht es darum, wie verändert sich das Wattenmeer hinsichtlich seiner Ökologie, Morphologie und Hydrologie. Kann man zum Beispiel auf der Karte links sehen, ein Szenario der zusätzlich vom Wasser bedeckten Wattflächen bei Niedrigwasser im Jahre 2100. Oder die Studie Halligen 2050. Wie kann das Leben auf den Halligen zukunftssicher gestaltet werden? Auch eine Studie im Auftrag des Melund. Dann hat auch der WWF drei Studien in den letzten Jahren veröffentlicht, die verschiedene Ansätze zur Klimaanpassung vorstellen. Das ist die Studie Klimaanpassung an weichen Küsten, Land unter im Wattenmeer und Zukunft Dockhook. Und auch der Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Schleswig-Holstein hat eine spannende Studie veröffentlicht, die Niederung 2050, nämlich wie entwickelt sich die Wasserbewirtschaftung in den Niederungen des Binnenlandes. Diese Studien dokumentieren ganz interessante Fakten, werfen aber auch spannende und wichtige Fragen auf. Wir dachten, dass sich mit diesen Fakten und Fragen auch diejenigen auseinandersetzen sollten, die die Entscheidungsträger von morgen sind. Naheliegend, dass wir dabei an die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein dachten und haben mal geguckt, was gibt es bereits an schulischen Bildungsangeboten mit einem regionalen Fokus. Da haben wir wenig gefunden und gleichzeitig haben wir mal gefragt, wie sieht der Bedarf eigentlich an Schulen diesbezüglich aus? Möchten Lehrkräfte dieses regionale Thema behandeln? Und da haben wir großen Zuspruch bekommen. So ist die Idee für ein Bildungsprojekt entstanden, nämlich ein Bildungsprojekt für die Jahrgangsstufen 9 bis 13 der weiterführenden Schulen. Ziel war es, diese aktuellen Studien zu den regionalen Auswirkungen des Klimawandels in ein Bildungsangebot zu übersetzen und dieses mit realen Orten und Personen der Wattenmeerregion zu verbinden. Denn wir wissen, räumliche Nähe und ein klar erkennbarer Bezug zur Lebenswelt ermöglichen eine stärkere persönliche Identifikation mit der Situation, was erfahrungsgemäß die individuelle und partizipative Beteiligung fördert. Für den inhaltlichen Rahmen haben wir uns folgende Struktur gegeben. Einmal, was ist die Situation und was hat sich verändert? Also da werden Hintergründe beleuchtet und wichtige Informationen geliefert. Was bedeutet das für die Wattenmeerregion? Hier werden die aktuellen Entwicklungen aufgezeigt. Und letztlich, was ist zu tun? Wie sehen Zukunftsszenarien aus und welche Handlungsoptionen stehen im Raum? Dieses Bildungsangebot wollten wir als Lernwerkstatt entwickeln und haben dafür eine interdisziplinäre Projektgruppe gebildet mit MINT-Denkerinnen und MitmacherInnen verschiedener Fachbereiche und Institutionen, einmal bei uns aus der Nationalparkverwaltung, aber auch aus dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Husum und dem Umweltministerium und der Uni Flensburg. Ja, der Begriff Lernwerkstatt, den haben wir heute schon öfter gehört, wird sehr vielseitig genutzt und für uns ist eine Lernwerkstatt eine modulare, methodisch-didaktische Unterrichtseinheit, die wir Schulen in Schleswig-Holstein kostenlos zur Verfügung stellen und die die Lehrkräfte sozusagen als Rundum-Sorglos-Paket direkt in ihren Unterricht einbinden können. Mit solchen Lernwerkstätten haben wir zu anderen Themen bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und deswegen wollten wir gerne eine neue Lernwerkstatt entwickeln. Was steckt im Konzept dieser Lernwerkstatt? Ganz klar, auch hier findet sich der Dreiklang unseres Bildungsansatzes wieder: erforschen, begreifen, Zukunft gestalten. Das erfordert ein methodisch vielfältiges Lernarrangement. So haben wir 6 verschiedene Themeninseln entwickelt, die mit Hands-on-Exponaten, Modellen, Text- und Bildinformationen und multimedialen Stationen einen spannenden Experimentier-, Wissens- und Erfahrungsraum schaffen. Dafür haben wir altersgemäße Zugänge zum Thema gewählt und uns an den schulischen Fachanforderungen in Schleswig-Holstein und natürlich an den BNE-Kriterien orientiert.
Ja, wie sieht sie aus, die Lernwerkstatt, und was steckt da drin? Das möchte ich auf den nächsten Folien vorstellen. Nochmal vorweg, für uns war bei der Konzeption wichtig, dass A, Schülerinnen und Schüler einer Klasse damit im Klassenraum als Team arbeiten können und B, dass sie ansprechend designt ist, außerdem robust, wartungsarm und vor allem gut transportiert werden kann. Auf dieser Folie könnt ihr sehen, wie diese Flight Cases aussehen. Diese mit zwei Handgriffen im Klassenraum zu einer interaktiven Einheit können die umgebaut werden. Und man kann auch sehen, dass sie tatsächlich in ein PKW-Kombi transportiert werden können. Zu den sechs Themeninseln gehört noch eine Aktionstafel. Diese versteckt sich in der blauen Hülle im Hintergrund. Ja, nun zu den einzelnen Themeninseln. Wenn wir die Lernwerkstatt ausleihen, müssen wir davon ausgehen, dass nicht alle Schulen das Wattenmeer kennen. Deswegen haben wir zum Einstieg ein 6-minütiges Animationsvideo produziert. Es trägt den Titel Wattenmeer for Future und gibt einen kurzen Überblick zu den globalen Folgen des Klimawandels. Der Hauptteil zeigt die Wattenmeerregion, ihre Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Wohn- und Wirtschaftsraum vieler Menschen. Die regionalen Auswirkungen des Klimawandels werden an dieser Stelle kurz angetriggert. Dieses Video haben wir in eine der Themeninseln integriert und kann vorab von der gesamten Lerngruppe gezeigt werden. Ja, wenn man sich mit dem Klimawandel in küstennahen Regionen beschäftigt, ist klar, dass das Thema Küstenschutz dabei eine wichtige Rolle spielt. Bei der Station Küstenschutz im Klimawandel liegt deshalb der Fokus darauf, wie sich die Region auf den steigenden Meeresspiegel vorbereitet. So werden 5 Pilotprojekte vorgestellt und es wird gezeigt, wie sehen diese Pilotprojekte aus, wie funktionieren sie. Da sind zum Beispiel die Klimadeiche, Warfterhöhungen auf den Halligen, Sandaufspülungen und so weiter. Wo werden sie aktuell erprobt bzw. umgesetzt? Und welche Projekte werden aktuell diskutiert, sind aber noch nicht in der Umsetzung? Das Ziel ist, dass Schülerinnen erkennen, dass Klimaanpassungsmaßnahmen Entscheidungsprozesse sind, die hinsichtlich ihrer ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Verträglichkeit zu überprüfen sind. Übrigens kann man hier auf dem Foto unten rechts unseren Umweltminister Jan-Philipp Albrecht bei der Eröffnung der Lernwerkstatt sehen. Die nächste Station, Wasserreich vor und hinter dem Deich, thematisiert das Problem flacher Küstenbereiche. Nämlich einerseits sind sie mit dem steigenden Meeresspiegel konfrontiert und andererseits mit erhöhten Abflussmengen aus dem Binnenland aufgrund von Starkregenereignissen und langanhaltenden Niederschlägen. Diese Situation haben wir an vielen Stellen in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland. Für diese Station haben wir verschiedene Klimawandelszenarien kartografisch aufbereitet, und zwar zu den Veränderungen des Meeresspiegelanstiegs, der Wattflächen und der Entwässerungsstrukturen des Binnenlandes. Diese thematischen Karten stehen als halbtransparente Layer zur Verfügung und können auf einer hinterleuchteten Glasfläche miteinander kombiniert werden. So werden neue Informationen, Entwicklungen sichtbar, sowohl auf dem Festland als auch auf den Inseln und Halligen und im Watt. Diese Szenarien können außerdem in einem Küstenmodell ausprobiert werden. Hier simulieren die Schülerinnen die Funktionsweise von Sielen und Schöpfwerken bei unterschiedlichen Wasserständen und Niederschlagsmengen. Und sie erkennen auch gleichzeitig die Grenzen und Möglichkeiten der Technik. Die Station Das Ökosystem Wattenmeer im Klimawandel ist eine Spielstation. Kurz zum Inhalt dieser Station. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass der Klimawandel die Lebensbedingungen im Wattenmeer in unterschiedlichster Weise verändert und damit auch die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften. Je nach ökologischer Toleranz sind die Reaktionen sehr unterschiedlich, sodass es sogenannte Gewinner und Verlierer unter den Wattenmeerbewohnern gibt. Auf dieser Grundlage haben wir ein Planspiel konzipiert. Und in diesem Spiel werden 3 Klimawandelereignisse ausgelöst, nämlich einmal der Temperaturanstieg des Wassers, die Versauerung des Wassers und der Meeresspiegelanstieg mit dem damit verbundenen Verlust an Lebensräumen. Auf dem Wattenmeer-Spielfeld sehen die SchülerInnen, wie sich das Artengefüge im Wattenmeer von Spielrunde zu Spielrunde verschiebt.
Ja, die Station Klimaanpassung, was geht, widmet sich der Frage, wie kann sich die Wattenmeerregion als Natur-, Wohn- und Wirtschaftsraum zukunftssicher entwickeln? Sie simulieren die SchülerInnen in einer fiktiven Küstenlandschaft, die den Namen Utlandia trägt, auf einem Monitor. Und hier lassen sie den Meeresspiegel zunächst steigen, was an vier verschiedenen Standorten zu einem dringenden Handlungsbedarf führt. Per Drag and Drop können dann verschiedene Klimaanpassungsmaßnahmen ausprobiert und unter Nachhaltigkeitsaspekten verglichen werden. Bei den Entscheidungen müssen aber auch immer die naturräumlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Gleichzeitig soll ein langfristiger Hochwasserschutz gewährleistet werden, sodass Wohn- und Wirtschaftsformen möglich sind. Die SchülerInnen erkennen, dass trotz der Vorzüge, die jede einzelne dieser Maßnahmen aufweist, es keine Universallösung gibt. Es ist immer ein Abwägungsprozess erforderlich, denn es gibt auch im Bereich der Klimaanpassungsmaßnahmen für uns an der Küste keine sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Welche Folgen hat der Klimawandel für uns vor Ort? Das ist bekanntlich auch immer eine Frage der Perspektive. In der Station Leben mit Meerwasser kommen verschiedene InteressenvertreterInnen zu Wort und nehmen dazu Stellung, wie sie die Situation bewerten und welche Maßnahmen sie für erforderlich halten. Dafür haben wir mit 5 Personen Videointerviews gedreht, und zwar aus den Bereichen Küstenschutz. Da hat unsere Direktorin des Landesbetriebs ein Interview gegeben. Aus dem Bereich Tourismus haben wir den Pressesprecher der Nordsee Tourismus Service. Aus dem Bereich Naturschutz, da haben wir den Wattenmeerexperten des WWF. Aus dem Bereich der Wasserwirtschaft, den Geschäftsführer der Deich- und des Deich- und Habzielverbandes Dithmarschen. Und zum Halligleben haben wir eine Halligbürgermeisterin interviewt. Mit diesen Interviews können die Schülerinnen die verschiedenen Sichtweisen vergleichen und unterschiedliche gesellschaftliche Handlungsebenen erkennen. Die Station Klimamacher ist die einzige Station, die keinen direkten Wattenmeerbezug hat. Hier geht es darum, wie ich mit meinem Lebensstil das Klima beeinflusse. Wir alle kennen diverse CO2-Rechner oder CO2-Fußabdruckrechner. Diese haben aus unserer Sicht häufig den Nachteil, dass auch solche Einflussgrößen abgefragt werden, die die SchülerInnen zum Teil nicht in der Hand haben oder auch gar nicht benennen können. Zum Beispiel Wohnfläche oder jährlicher Energieverbrauch des Elternhauses. Bei dieser Station stehen daher Alltagshandlungen zu den Lebensbereichen der SchülerInnen im Mittelpunkt, nämlich Ernährung, Bekleidung, Mobilität, Handynutzung und Klassenfahrt. Für diese Bereiche erstellt jeder Schüler, jede Schülerin ihr persönliches Klimaprofil und erhält zum Abschluss ein Feedback sowie Klimatipps mit klimafreundlichen Alternativen und Anregungen dafür, wie man sich vor Ort auch für mehr Klimaschutz engagieren kann. Ja, Ziel der Lernwerkstatt ist, SchülerInnen nicht nur für den Klimawandel zu sensibilisieren und zu informieren, sondern auch ins Handeln zu bringen. Das wurde heute ja auch schon mehrfach gesagt, wie wichtig das ist. Und deswegen haben wir noch als Synthese sozusagen nach der Bearbeitung der Lernwerkstatt eine Aktionstafel stellen wir zur Verfügung, die heißt Jetzt Zukunft machen. Wie sehen nämlich unsere konkreten Maßnahmen und Aktionen für mehr Klimaschutz aus? Was können wir vor Ort bewegen? Hier können also die Schülerinnen und Schüler Ideen und Handlungsoptionen für regionalen Klimaschutz sammeln, sodass sich daraus eine eigene Klima-Challenge entwickelt, entweder als Einzelperson, als Team oder im Klassenverband, und über die wir als Nationalparkverwaltung auch gern über unsere Social-Media-Kanäle informieren, ganz im Sinne von Tue Gutes und rede darüber. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie wir im Nationalpark Wattenmeer das Thema Klimawandel in unsere Bildungsarbeit einbinden und wie wir versuchen, Menschen auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten. Wie wir versuchen, die verschiedenen Handlungsbereiche wie Naturschutz, Küstenschutz und Tourismus zusammenzudenken und so einen Paradigmenwechsel im Umgang mit bestehenden Leitbildern anzustoßen.
Und wie wir vermitteln, dass es nicht eine Antwort auf die klimawandelbedingten Herausforderungen gibt, sondern einen Lösungsraum. Und dass jeder und jede diesen aktiv mitgestalten kann, ganz im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich über Fragen und Rückmeldungen. Ja, Elisabeth, ich danke dir auch. So, einen kleinen Moment, ich muss erstmal meine Kamera wieder anschalten für diese Einblicke. In Schleswig-Holstein. Und wir haben hier eine konkrete Frage schon. Die kommt hier von der Co-Moderation. Und zwar wird hier gefragt, kannst du etwas sagen zur Höhe der oder wie hoch die Deiche erhöht werden müssen? Beziehungsweise hier wird auch noch gefragt, wie die Halligen bedroht sind. Ja, vielleicht erstmal zu der Deicherhöhung. Da arbeiten wir aktuell daran, oder was heißt wir? Also das ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, der das sich zur Aufgabe gemacht hat. Und aktuell sind an diversen Stellen im Bereich Nordfriesland und Dithmarschens Deicherhöhungsmaßnahmen und Deichverstärkungsmaßnahmen am Laufen. Im Moment geht es um Deichverstärkung und Deicherhöhung, aber sie werden so erhöht, dass sie auch noch eine Baureserve haben für zusätzliche Optionen, dass wir im Moment nicht sagen können, wie hoch der Meeresspiegel definitiv steigt und dass wir darauf vorbereitet sind. Deswegen gibt es noch diese Baureserve und auch die Möglichkeit, das Profil der Deiche auch noch weiter anzupassen und so auch auf steigende Meeresspiegel vorbereitet zu sein. Und vielleicht zu der Frage mit den Halligen. Auch da werden sehr unterschiedliche Ansätze gefahren. Zum einen geht es natürlich darum, die Siedlung zu sichern, sprich die Menschen auf den Warften auch, deren Leben zu sichern, indem auch die Warften erhöht werden oder Ringdeiche um die Warften gebaut werden. Aber man denkt auch einen Schritt weiter und sagt, es reicht nicht, wenn wir nur die Warften erhöhen, auch das Land muss sich erhöhen. Und deswegen macht man auch etwas, was ein bisschen paradox klingt. Es gibt ein Pilotprojekt, bei dem die Deiche oder der Steinwall, der die Hallig umgibt, wieder geöffnet wird. Also eigentlich etwas, was dem Schutz der Halligen dient, wird an einigen Stellen wieder geöffnet, sodass das Wasser wieder auf die Halligen fließen kann. Und paradox ist, dass man damit die Überflutung wieder erhöht, aber gleichzeitig bringt die Überflut auch Sedimente mit sich. Und so können sich wieder Sedimente auf den Halligen ablagern und die Halligen können mit dem Meeresspiegel mitwachsen. Und das ist eigentlich auch so der Tenor der Zukunft der Klimaanpassungsmaßnahmen, dass es darum geht, in Bereiche auch zu entwickeln, in denen das Land mit dem Meeresspiegelanstieg mitwachsen kann. Okay, nur für mein Verständnis als nicht von der Küste stammende Person. Ja. Wie funktioniert es dann mit den Häusern? Die müssen ja dann auch höher gehen oder sind da gar keine drauf? Doch, doch, doch. Aber ein Ringwall, also die Häuser, die stehen, bleiben natürlich stehen. Aber es gibt auch Ideen, also neue Häuser werden natürlich höher gebaut oder auch so begründet, dass sie noch sturmflutsicherer sind und Schutzräume haben und entsprechend auch an höhere Wasserstände angepasst sind. Alte Häuser, da ist es natürlich sehr aufwendig, die zu erhöhen. Da geht es dann in erster Linie nur durch, indem der Ringdeich oder Ringwall erhöht wird. Okay. So, ich schaue kurz hier nochmal. Was hatte ich hier noch für eine Frage bekommen? Ist noch die Frage, ob auch geschaut wird, ob denn Schüler und Schülerinnen nachhaltig von diesen Projekten, sage ich mal, beeinflusst werden. Und dann noch eine zweite Frage von Sandra Mempel aus dem Chat, ob dieses Angebot auch für Schulen in Hamburg gilt. Also das Klima, diese Lernwerkstatt ist ganz neu am Start und wir lassen sie begleitend auch von der Uni Flensburg, haben wir eine Evaluation laufen, die genau das erforschen soll,
wie verändert sich das Verhalten der Schüler hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz durch die Arbeit an der Lernwerkstatt. Da warten wir auf die Ergebnisse. Die ersten Fragebögen konnten wir schon gewinnen. Jetzt macht uns Corona gerade so ein bisschen Probleme, aber ich bin mir sicher, dass wir da wieder einen ganz guten Start nach den Osterferien hinlegen können. Und also aktuell leihen wir sie vorrangig in Schleswig-Holstein aus. Und für die Hamburger wäre das natürlich auch ein super spannendes Programm, weil die natürlich auch mit Elbe-Hochwasser und allem drum und dran das sicher auch sehr spannend finden, ja. Okay. Dann, liebe Elisabeth, ich sehe im Moment keine weiteren Fragen hier. Wir haben es jetzt auch kurz vor 6. Ich würde, ja, also ich danke dir für die Einblicke. Ich persönlich habe jetzt das Wattenmeer auch schon mal wieder auf meine Besuchsliste nach oben gestellt. Ich habe es leider nur einmal besucht. Habe ich ja alles erreicht. Ja. Nee. Ja. Ich wusste es schon vorher, aber jetzt nochmal mehr. Und ja, ich danke dir. Es gibt leider gerade keine Fragen mehr. Aber ja, wie gesagt, es ist kurz vor 6. Vielen Dank, du hast es super gemacht. Dankeschön. Und wenn du im Spatial Chat noch sein möchtest, da gibt es eventuell noch Leute, die sich dort aufhalten. Ja, da schaue ich auf jeden Fall noch mal vorbei. Ich habe den Link und alles klar. Ja. Alles klar, dann Dankeschön. Yvonne, bis bald im Wattenmeer. Ja, mach's gut. Tschüss. So.